Oh, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer Wild. Wir sind unser Startbildschirm und wir haben es bei den Not zumindest schon in Gold 3 geschafft. Das war ein relativ leichter Weg, um es einfach mal so zu sagen. Dafür gucken wir uns jetzt auch ein paar Replays erstmal an. Wir gehen in unsere Allianz. Der Mystic Gamer hat zwei Replays gepostet. Wobei ich da überlegen muss, weil das ist, glaube ich, jetzt schon insgesamt der dritte Account von dir. Es gibt zumindest so einen anderen Mystic Gamer bei mir in der Dings, die nicht ganz so stimmt. Was ich mir aber angucken möchte, ist einmal dieses Replay hier. Dann gucken wir uns natürlich noch eins, weil eventuell beide vom Mystic Gamer an. Und what the fuck, allein der Levelunterschied. What the f. Da bin ich halt gleich mal echt auf das Feedback gespannt. Also, wir haben erstmal das Match hier. Das war ein herausfordernder Match für mich. Sprich, wenn ich verloren hätte, hätte ich keine Punkte verloren, weil er unbekannte Einheiten hatte. Er war in der gleichen Liga als ich. Oder ist in der gleichen Liga als ich. Und dürfte, ich glaube, knapp 10 Level über mir sein. 32 zu 24, ja, fast 10 Level über mir sein. Und ist halt auch Silber 1. Das sind so die Sachen. Guck mal, der hat hier zum Beispiel auch den Säurewerfer. Den habe ich vorhin erst freigeschaltet. Das ist Level 41. Warum ist der denn Gold? War es ein Weibelspiel? Das war ein Weibelspiel, glaube ich, ne? Das hier. Daher. Und da du schon 70 Punkte hattest. Ja, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall erstmal das Match an. Schlachtfeldkontrolle wird initialisiert. Wie gesagt, Herausforderer-Match für den Gegner. Und ich habe hier mal andere Taktiken. Ich bin mal andere Taktiken gefahren. Neue Mission erhalten. Das war die, die man kennt eigentlich. Also direkt bei Not einfach mal Not Mods holen. Aber dann auch nicht zu gierig werden, denn ich hole immer nur ein Paar anstatt zwei Paar. Sammler bereit. Während der Feind erstmal auf Rhinus geht. Hat keine Infanterie dabei. Oder Flugzeuge, der hat wirklich nur seine normale Werkstatt dabei mit seinem Rhinus und sein Pitbulls. Und dann das Tech Center. Sammler bereit. So, ich habe damit jetzt natürlich 100 Bewegungen gemacht und habe erstmal meinen zweiten Sammler geholt und gleichzeitig Infanterie gebaut. Ich weiß nicht, warum ich Infanterie geholt habe. Zu dem Zeitpunkt. Und bin dann erstmal. Einheit verloren. Das ist gar kein Pitbull. Vergesst diese Aussage, das ist diese stationäre Einheit Ding. Verloren. Und da kriegt die erste Rakete. Weil meine Fußsoldaten leider nicht zu langsam waren. Einheit verloren. Oder ich bis jetzt gesehen habe, dass halt nur Fahrzeuge spawnen. Einheit bereit. Ja, wo war ich? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich auf Infanterie gegangen bin zu dem Zeitpunkt. Da hätte es sich wahrscheinlich sogar mehr gelohnt, direkt auf die höheren Techniken zu gehen. Und er dahin. Das Ding dürfte ich, glaube ich, nicht mal sehen. Ne, genau. Das erste, was er da aufgebaut hat. Einheit bereit.
Das wollte ich ganz sneaky. Verteidigung, Atomwaffe abgefeuert. Mit dem Flammenpanzer hier oben hin. Aber der hat hier halt zwei Batterien Einheit aufgestellt verloren. Und die Atomwaffe relativ bereit. Schnell kaputt gemacht. Den Flammenwerferpanzer dadurch relativ schnell kaputt gemacht. Was schade war. Aber mein Wurm, den ich mittlerweile fast immer einmal baue und hinten einfach die Gegner-Ding stelle für die Erzsammler, fehlt ja auch wieder und wurde noch nicht belästigt. Hier versuche ich das gleiche nochmal. Verteidigung verloren. Der Feind hat mittlerweile seinen Tech-Center gebaut. Aber ihr seht es ja, erzmäßig ist, kommt er einfach nicht hinterher, ja, nicht genug. Geht jetzt auf sein Buggy, das halt auch nichts bringt. Allgemein hat er nichts gegen meine Cyborgs. Nicht gerade in seinem Deck. Also nichts großartig Effektives. Ja, und das war der Win zu einem Spiel gegen ein Herausforderer-Match. So, dann schauen wir noch mal. French Alpha. Auch so hoch. Stufe 8 mit maximaler Aufwertung ist das höchste, was er haben durfte in dem Match. Sieht man hier daran, dass die 8 grün ist. Ich glaube, das heißt sogar, dass die heruntergestuft wurde, dass er die sogar eigentlich höher hat. Oder? Ich meine ja. Ich schaue auf jeden Fall mal das Match an. Ja. Das waren Rival Matches, dadurch kam auch, glaube ich, diese enormen Unterschiede zustande, weil die ja levelmäßig deutlich weiter sind. Also so ein Spiel überhaupt zu gewinnen, ist da natürlich schon beeindruckend, denn seine Einheiten haben ja dann doch etwas mehr HP. Ein kleines bisschen zumindest. Einheit bereit. Geht auf Buggies, okay? Gebäude online. So, wenn Mystic Gamer den Fehler macht wie ich, dann könnte das sogar echt mies werden. Einheit bereit. Weil ich habe den Feind mal zu viel Zeit gegeben. Und dann konnte er sich mit dem Second Panzer sehr gut aufbauen. Der Second Panzer ist aber auch insgesamt mal günstiger geworden, oder? Hat er nicht mal mehr als 80 gekostet? Einheit bereit. Einheit verloren. Der wirkt mittlerweile echt billig. Aber Mystic Gamer ist einer oder so. Man Einheit sieht direkt, bereit. Dass er das Spiel zumindest recht gut versteht. Einheit denn verloren. Er baut halt direkt die Einheiten, die er braucht. Weil es hier gerade einen kleinen Steuerungsfehler gab. Einheit verloren. Aber das könnte halt auch daher rühren, weil die Steuerung teilweise echt scheiße Einheit ist. Vor allem, wenn man halt irgendwas versucht, irgendwo hinzuschicken, wo gerade eine andere Einheit steht oder drüber fährt. Dann wählt man halt aus Versehen die eigentliche Einheit, die man bewegen will, ab und Einheit zieht halt, verloren. Naja, da. Die Einheit, die man eigentlich nicht bewegen wollte, die da schon steht oder die vorbeilief oder ähnliches. Also Fetch Alpha, ich muss sagen, ein bisschen enttäuschend. Ich meine, er hat ein Level 2 Wusui, Fetch Alpha. Einheit bereit. Allein wie lange der Wolverine trotzdem braucht, Einheit weil er halt nur Level 2 ist. Immerhin schon die Gebirgstruppen auf Stufe 5. Und mit einer der wichtigsten Einheiten. Boah, das war knapp. Mit einer der stärksten Einheiten schon auf Stufe 5. Ja, die bringen halt nicht so viel, weil das halt als. Einheit haben wir auch. Oder habe ich auch in der letzten Folge nachgeguckt, als mechanische Einheit gilt. Ich glaube wieder Wolverine eigentlich. Okay, beim Wolverine erkennt man es aber deutlich besser, finde ich. Einheit bereit. Okay.
Lauf, lauf, lauf. Boah, knapp. Einheit verloren. Ja, jetzt musst du wieder laufen. Und geschafft. Einheit verloren. Ja, ich finde, also die Levelunterschiede machen sich halt doch enorm bemerkbar. Obwohl Mystik halt eigentlich die schlechtere Einheit baut, kommt ja nicht durch. Und hier macht es dann halt auch noch so bemerkbar, dass er halt langsam out of Tiberium läuft. Einheit verloren. Einheit bereit. Bei dem Fight hier dürfte nämlich eigentlich der Wolverine im Vorteil sein. Trotzdem kommt dieser einfach nicht durch, weil sein Level halt so niedrig ist. Also wenn man sieht, wie viel Schaden trotzdem diese Gatling macht, weil der Wolverine einfach so lange braucht. Dadurch hat er jetzt aber gewonnen. Und dadurch, dass er die Einheit hier rübergezogen hat. Und er sich fast nur noch auf den Punkt konzentriert hat, anstatt den vernünftig zu verteidigen. Der hat jetzt nochmal einen Grillbohrer gemacht, aber das ist ein bisschen spät. So, ein paar Wolverines bist du. Wir schauen uns nochmal auch noch das zweite Match gegen den stärkeren, deutlich stärkeren an. Also das gerade wurde dann meines Erachtens nach doch mit taktisch gut oder den kleinen Cliff dann doch den anderen Punkt zu erobern, gewonnen. Einheit bereit. Wobei so ein Levelunterschied halt schon hart ist. Hier zum Beispiel auch, Mystic Gamer kann da einfach nichts machen. Gebäude online. Die Einheiten haben einfach so ein höheres Level. Einheit verloren. Sammler bereit. Ja, jetzt ist auf jeden Fall ein guter Vorteil. Und jetzt kommen auch noch Säure-Truppen. Oder Tiberium-Truppen oder wie man sie auch immer nennt, die halt mit so einem kleinen flüssigen Tiberium. Tank Tiberium abfeuern. Und GBGB spielt leider auch nicht so schlecht. Also er reagiert direkt auf Situationen. Das ist halt auch so etwas, das machen leider nicht alle Spieler. Situation XY kommt ein und man reagiert drauf. Einheit bereit. Momentan fährt GBGB halt mit seinen Säure-Jungs und seinen Lockmods relativ gut. Er teilt seine Einheiten aber nicht auf. Oder er hat's. Ich mach das auch manchmal, dass ich mich halt schon damit anfreunde, so von wegen, okay, den kritischen Schaden kriege ich jetzt halt, die Rakete. Ich bereite jetzt aber das große Ganze vor. Weil eigentlich hätte GBGB das verhindern können, diesen Raketenschlag. Einheit verloren. Daher sind die Einheiten halt mitten durch diese Scheiße. Einheit verloren. Asset. Verteidigung verloren. Einheit bereit. Hier ist jetzt auf Panzer gegangen. Auf Panzer und Rhinos. Predator Panzer und Rhinos. Genau, da wollte er wahrscheinlich auch eher den Panzer direkt bewegen. Einheit bereit. Er hat halt außerdem noch die falsche Einheit angeklickt. Ja, und damit hat er gewonnen. Da hat GBGB dann doch ein deutlich schlechteres Micromanagement gezeigt als Mystic Gamer. Aber die Levelunterschiede sind schon hart. Machen sich echt bemerkbar. Also dadurch wird das alles relativ schwer, finde ich. So, wir
haben noch 3 Matches in den Rivals vor und das hier soll ein Grenadier sein, habe ich herausgefunden. Hier kann ich sogar draufklicken, wow. Angriff auf Fahrzeuge senkt ihre Angriffsgeschwindigkeit 5 Sekunden lang um 5% und ihre Bewegungsgeschwindigkeit um 5%. Kostet 60. Ah, könnte man sich überlegen. Raketenwerfer kosten halt 20 eigentlich. Und könnten auch Flug angreifen. Naja, ich weiß nicht, ob ich den spielen würde. So, wie sieht's denn gerade mit meinem... Ich muss eigentlich auch hier den. Den Tui habe ich auch nicht drin. Godmods lassen wir mal. Und Drohnenschwarm habe ich nicht. Probier's so. So lassen wir es mal. Na, den Bohrer brauche ich nicht. Wo ist besser? Was mir aufgefallen ist, leider. Klonlabore, wenn man sich die hier kauft. Dann verschwinden die wieder. Nach einer Zeit. Also nach ein- oder zweimaligem Benutzen. Weil ich hatte hier 4 Stück. Einen sowieso, 2 geschenkt und einen hatte ich mir gekauft. Und 2 sind weg. Das finde ich ehrlich gesagt schade. Und auch dann relativ schlecht. Ich hätte gedacht, die bleiben. Deshalb habe ich mir so ein Ding leider auch gekauft. Ich weiß nicht, ob es dabei steht. Ja, habe ich den Fehler gemacht. Aber das finde ich echt schade, dass die weggehen. Das sollte so meines nach sein. Schlachtfeldkontrolle wird initialisiert. Die Gegner könnten jetzt natürlich relativ gut stark sein, leider. 2, 1. Neues Ziel erhalten. Gebäude online. No problem. Ah ja, okay. Ich hab schon gesehen, was da rumläuft, Militant. Sammler bereit. Einheit verloren. Braucht die leider. Wow. Okay, der war gut gespielt. Gebäude online. Einheit bereit. Fuck, das war schlecht. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit verloren. Atomrakete abgefeuert. Meine Rakete. Und du hast hier noch einen relativ schwachen. Sammler bereit. Zack. Gebäude online. Da stellst du gerade die falschen hin. Einheit bereit. Also momentan komme ich da unten gut klar. Hat er dann anscheinend auch gerade gemerkt. Einheit verloren. Da weg. Einheit bereit. Oh, das ist scheiße. Einheit verloren. Einheit bereit. Kurz untätige Truppen. Achso. Ja, das ändern wir natürlich. Einheit bereit. So. Weg mit dir. Atomarer Gefechtskopf abgefeuert. Verteidigung. Und damit hätten wir gewonnen. Hast gewonnen. Okay, ich wusste jetzt gar. Aber stimmt, ich hatte glaube ich auch die erste Rakete, ne? Ich hatte glaube ich auch die erste Rakete. Ching.
Da geht's ja und ab ins nächste Survival. Match. Ich muss zugeben, der Anfang war vielleicht so ein bisschen, weil er relativ schnell auf meine Mods reagiert hat. War ein bisschen hart und ich bin ein bisschen zurückgefallen gefühlt. Aber dann ging's. Weil er halt auch so nichts kam großartig. Dann fing er mit den Sandstorms an oder so, die natürlich für mich so von wegen, okay, also mach ruhig, ne? Schlachtfeldkontrolle wird initialisiert. Verted Poland. Was wird denn daraus? 3, 2, 1. Neue Mission erhalten. Advancing. Fahr nicht da drüber. Kackdingen, Alter, ey. Hallo. Fußballgarten. Okay, fahr ich hin. Sammler bereit. So. Gebäude online. Sammler bereit. Nein, da kann ich nicht fliehen. Einheit verloren. Problem ist, die Dinger sind leider doch recht stark. Einheit bereit. Naja, vergiss die Aussage. Hi. Einheit verloren. Nein, mach das mal nicht. Einheit bereit. So, die erste Seite voll drauf. Einheit verloren. Einheit verloren. Was greifst du denn an, du Kakakli? Atomwaffe abgefeuert. Einheit bereit. Besser. Einheit verloren. So. Einheit bereit. Verteidigung online. Okay. Einheit verloren. Mehr davon bitte. Verteidigung verloren. Ja, und jetzt? Wo willst du hin, ja? Oh, du hast ihn getötet. Atomrakete abgefeuert. Auch das inverted Polen wird von den Deutschen eingenommen. Jetzt hier müsste man hier so eine Flagge hissen. Auftrag abgeschlossen. So, ein Auftrag weiter. Obwohl man zugeben muss, das normale Polen hatte halt das Problem sogar noch, dass es ein Blitzkrieg war, also nicht darauf vorbereitet war und der Russe auch noch dabei war. Inverted Polen scheint schwächer zu sein. So. Ich habe ehrlich gesagt gerade überhaupt keine Ahnung, worauf ich groß gehe. Also ich könnte den Raketenwurm auch hochpumpen, weil da hätte ich auch schon genug, um den Steinwurm, nicht Raketenwurm. So. Auf jeden Fall das letzte Match. 3 von 10 Spielen haben wir zum
7 von 10 Spielen haben wir zumindest gewonnen. Mal schauen, wie das ausgeht. Das letzte. Neues Ziel erhalten. Gebäude. Das war zu langsam leider. War leider zu langsam. Ja, sein Sammler ist schon dran. Oh, Vater guckt. Pitbull. Irino. Und Feuer. Einheit bereit. Ja, der Pitbull ist halt Einheit leider etwas verloren. Stärker. Hallo. Gebäude online. Nein, tu mir nicht weh. Ich bin ganz friedlich. Hey du. Komm. Einheit bereit. Warum muss das Einheit sein? Verloren. Einheit bereit. Einheit bereit. Go. Sammler bereit. Einheit verloren. Den wegmachen. Atomarer Gefechtskopf abgefeuert. Something need burning? Verteidigung online. Einheit bereit. Ja, ja, mach gut da. Einheit verloren. Einheit bereit. Sieht recht erfolgreich aus, was du hier versuchst. Verteidigung verloren. Und pack den einmal an, bitte. Den da jetzt. Und graben uns mal wieder ein. Ach, was sollen jetzt diese Fußballgate? Wir stehen im Gegner. Verteidigung online. Und ich wollte den Sammler kaputt machen. Der hat den einfach runtergeschickt. Zerstört. Blöd, Mann. Und damit haben wir auch die Mission Auftrag fertig. Abgeschlossen. Und wir haben unsere Revivals fertig. Mit 8 von 10 Siegen. Damit kriegen wir natürlich auch unsere Belohnung, wo drunter eine Kiste fällt und die... Ja gut, 100 Gold. Die 145 Granatwerfer. Typis. Und natürlich das, was mir sogar deutlich wichtiger ist. Goldkiste. Eine epische Garde. Ja gut. Gierkanone hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber why not? Ja, okay. Dafür... Ja, für 500 nochmal versuchen. Bonusbelohnung 10.000. Wow. Das Normalversuchen finde ich eigentlich total schwachsinnig, aber diese Bonusbelohnung ist eigentlich schon sick. Jetzt können wir uns natürlich noch mal hier ein bisschen Erfahrungspunkte schabbern. Dadurch, dass wir halt so viel davon Einheit bekommen haben und die mit Level 1 anfangen. Einheit ausgebildet. Einheit ist aufgestiegen. So, Einheit, mach mal. Einheit, aus, Einheit ausgebildet. Einheit ist aufgestiegen. Einheit, ausge, Einheit, ausge, Einheit ausgebildet. Einheit ist aufgestiegen. Aufgestiegen. So, jetzt könnte ich zwar nochmal machen, aber das ja gerade nicht. So, was wollte ich denn hochmachen? Irgendwas für 1000 habe ich gesagt, ne? Genau, den Wurm. Mein Würmchen! Einheit ausgebildet. So.
Wir schauen nochmal in die Allianz. Wie lange nehme ich denn gerade auf? 30 Minuten, obwohl es passt halt gerade ganz gut. Aber wir schauen uns noch ein Video an. Wovon denn? Lass nochmal hier reingucken. Oder wir machen es mal anders. Wir nehmen diesmal kein Video aus der Allianz. Wir nehmen mal. Da gucke ich nämlich auch gern immer mal rein. Hier in CC, in Command & Conquer TV. In den höheren Ligen. Was haben wir denn hier? Wir dürfen mit Level 12 spielen, aber hier treten Leute mit Level 10 zum Beispiel an. Okay, interessant. Hier scheint es anscheinend an der Kartmenge. Was schauen wir uns mal an? Ich will. Hier, der Roboter ist geil, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Aber ich wollte gerade sagen, ich will zumindest GGI gegen Nordsee. Wir gucken uns das hier, glaube ich, an. Schlachtfeldkontrolle wird initialisiert. Das sah doch von den Einheiten her recht interessant aus. 3, 2, 1. Neue Mission erhalten. Schauen Gebäude wir mal. Online. Oh, sogar tatsächlich nur ein aus diesem hohen Tech-Center. Sammler bereit. Keine Infanterie. Aber sowohl Buggy als auch Panzer aus dem Fahrzeugdings. Okay, Slayer geht scouten und dürfte jetzt halt gesehen haben, dass das zwei Dings hat. Geht deshalb auf Flugzeuge, okay, sprich auf den Helikopter wahrscheinlich. Jetzt wartet Slayer wahrscheinlich darauf zu sehen, worauf Oma geht. Ja gut. Einheit bereit. Omar geht halt auch auf Flugzeuge. Weil ich glaube, der von Omar kann keine Lufteinheiten angreifen. Ich weiß es nicht. Einheit verbessert. Ja, da kommt der Abfangjäger von. Oh. Also ich muss jetzt nochmal. Ich hatte ja letztens den Helikopter schon mal gesehen. Ich muss jetzt nochmal zurückgeben. Also auf Fahrzeuge macht das Ding da richtig Aua. Okay, und das Ding von Omar scheint so eine Art Napalmbomber zu sein, der mega guten Schaden macht. Dachte ich nach. Alter Schwede. Ja, da hat man die 30 leider in den Wind gehauen. Außerdem muss man dann doch so langsam mal Militanten da loswerden, weil die haben jetzt. Da, dieser große Roboter. Mit einem wunderschönen Flammenwerfer. Und der im Laufen schießen kann. Warnung, unsere Basis wird angegriffen. Einfach so krank. Und ein Laserstrahl. Einheit verbessert. Und wie gesagt, wenn er jetzt noch tot geht, dann macht er noch so eine fette Explosion. Einheit verloren. Einheit bereit. Okay, aber man sieht halt, wie schwach die Militanten sind, wenn man bedenkt, wie viel mehr Schaden dieser Abfangjäger einfach macht. Ich glaube, der Roboter kann keine Lufteinheiten angreifen, oder? Nee. Warnung, unsere Basis wird angegriffen. Da ist der Helikopter down. Boom. Da ist der Helikopter natürlich besser. Also stärker. Einheit verbessert. Aber sonst, man sieht es, glaube ich, was ich meine mit, dass der Roboter recht stark ist. Kostet dafür aber auch 230, um den überhaupt rausbenutzen können. Diese Abfangjäger machen nur ein bisschen Schaden zu wenig. Und diese Roboter wirken halt, wenn man es so sieht, schon wieder so ein bisschen wie der Flammenpanzer vor den Nerf. Das ist einfach hin und draufhalten. Eventuell hatte. Der Slayer hat sogar den Nachteil, dadurch, dass er hier halt zwei Militanten stehen hatte, dass er nicht so schnell Einheiten hinterher pucken konnte. Dafür müsste ich es jetzt theoretisch nochmal ansehen, ob so überhaupt genug die Billion gehabt hätte. Aber ich hätte es jetzt schon so geschätzt. Aber die Einheit ist schon mega hier. Aber interessant, wie sich die Decks aufbauen hier oben in dieser Liga. Napalmbomber oder so hat mir echt gefallen. Aber gut, Leute, das war's mit diesem Part von Command & Conquer Rivals. Falls euch gefallen hat oder so. Ich wollte gerade sagen,
Normalerweise sage ich ja immer, kommt einfach rein und was weiß ich nicht noch. Das Problem ist halt schlichtweg, wir sind voll. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich weiß nicht, ob Mystic Gamer zum Beispiel. Okay, hier ist einmal Mystic Gamer, da ist einmal Mystic Gamer und das war's, glaube ich. Das hier dürfte der alte Account sein, ich werf den einfach mal raus. Ich hoffe, das ist der alte Account. Nee. Pandudel und sowas. Ich muss hier sowieso mal gucken oder so an die Leute. Hier tut sich nämlich nichts. An den unteren Plätzen. Also ich gehe mal davon aus, die spielen nicht mehr. Selbst an den oberen Plätzen tut sich nichts mehr. Zumindest bei Nova und Fnatic nicht. Die haben aber diese Season noch gespielt. Sind in Platin und können ja einfach sagen, okay, das reicht mir oder so. Ich habe jetzt gerade keine Lust mehr und ich warte jetzt einfach mal auf die nächste Season, die am nächsten. Ah, das lasse ich zumindest mal so schön, weil er scheint immer bis Platin zu spielen. Oder Februar nicht gut. Nova würde ich nämlich mittlerweile gern mal wieder Match sehen. Was für ein Deck er spielt und wie er spielt. Er sichert sich ja mittlerweile recht. Also er kommt ja mittlerweile recht sicher in Platin. Und ich hatte ja bei mir das Problem, als ich ja noch aktiv bitte, dass ich zwar relativ leicht in Gold kam. Ich aber dann so langsam hier bei Gold 1 so ein bisschen struggelte und dann doch recht viele Spiele verloren habe, wodurch ich hier eine längere Pause eingelegt habe, weil mir Lust fehlte und halt auch die Zeit. Darüber hinaus noch. Wenn dir Lust und Zeit fehlt, dann rührst du dieses Spiel halt schlichtweg nicht an. Wenn dir nur die Lust fehlt, du aber die Zeit hast oder so, denkst du dir vielleicht sogar noch so von wegen, okay, weißt du, sind 10 Spiele für die kostenlose Erfahrung, also für die doppelte Erfahrung oder so, nehme ich mit. Wenn dir die Lust fehlt, aber du die Zeit hast, dann machst du vielleicht nur ein Spiel oder sowas. Wenn beides fehlt, ist dann so, ja. Ja, okay. Aber erstmal, ich danke fürs Zusehen. In der Beschreibung alle Links zum Discord. Falls ihr den Clan beitreten wollt, dieser aber voll ist, lasst es mich über Discord wissen oder so, dann werde ich einen Platz frei machen. Bis dahin. Ciao.